So, und jetzt machen wir das hier auch noch zu. Kommen wir da dran? Jawohl. Wir haben so lange Arme. Ups, das war falsch. Die schmeißen sogar den Erdklumpen weg. So, so, so. So, und da, und da, und da, und sowieso. Das war natürlich Quatsch, das da zu machen gerade. Denn wir holen uns erstmal die Erdklumpen wieder. So. Achso, da fällt mir ein, ich habe auf der... bei der Anmeldung zu Minecraft zu dieser Folge habe ich gesehen, dass ein Kalender entstehen soll für das Jahr 2014. Und dass der Kalender beinhaltet schöne Sachen, und zwar schöne Grafiken von Spielern, die da was einsenden. Also jeder, der möchte, kann da was zuschicken und hat die Chance, Preise zu gewinnen. Und nicht nur das, sondern ihr könnt auch helfen, und zwar der UN Habitat. Ja, also von den Einnahmen, die da von dem Kalender entstehen, werden auch noch gewisse Einnahmen dann an Habitat gespendet. Wie viel, weiß ich jetzt nicht im Einzelnen. Müsstet ihr mal gucken. Das ist auf jeden Fall eine coole, interessante Sache. Da kann man sich mal ein bisschen grafisch ein bisschen austoben. Und ihr schlagt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe oder sogar drei. Ihr habt einen schönen Kalender, wo eventuell euer eure schöne Grafik damit drin ist. Und der Kreativität ist da wirklich keine Grenzen gesetzt, wie ich das so verstanden habe. Von daher, guckt euch das einfach mal an. Ich setze den Link auf jeden Fall dazu, wen es interessiert. Den Link setze ich mal unten rein in die Beschreibung. Und ja, könnt euch einfach mal angucken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, ich werde auch was hinschicken. Aber ob mein Gekrackel und so überhaupt da genommen wird, das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, schaut es euch mal an. Ich denke mal, das ist eine coole Sache. Und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Na, und für Spaß bin ich ja immer zu haben. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Erde. Habe ich nicht gesagt, ich wollte das hier rustikal bauen, zubauen? Eigentlich könnten wir das hier auch zubauen, ne? Wir haben noch dann den Eingang da vorne. Das heißt, wir brauchen den hier eh nicht mehr. Die kleine Schlucht. So. Ich will noch nicht alles jetzt zubauen. Das wollte einfach nur mal ein bisschen das Plateau vergrößern. Plateau-Terrain. Es wird auch dunkel. Naja, Zeit für mich erstmal in die Eier zu gehen. So. Weiß nicht jetzt, warum ich das Schwert einfach noch nehme. Warum ich das Schwert jetzt überhaupt nehme, wenn wir stehen, glaube ich, noch auf friedlich, wenn ich nicht alles durcht. Jawohl. Aber was soll's. Wir legen uns einfach mal mit Schwert hin. Das ist einfach Tradition bei uns. Nur noch 5 Minuten. Ach nee, ich muss ja weitermachen. So, weiter geht's. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache erstmal die Tür zu. Und zwar habe ich mir überlegt, wir könnten das Feld eigentlich hier vorne machen. Finde ich sehr ganz gut aus. Hier vorne. Dann könnte das hier oben ruhig überdacht weitergehen. Ja. Und das Häuschen wird nach hinten hier hin verlagert und geht hier so weiter. Also ich habe ein gewisses Bild jetzt vor Augen. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt verstanden. Ich mache einfach mal, würde ich sagen. Ich mache einfach mal. Das heißt, hier machen wir uns auf jeden Fall noch einen schönen Weg. Wir haben doch noch Kies. Jawohl, Kies haben wir auch. Ja, das ist doch schon mal gut. Im Prinzip könnten wir uns jetzt schon mal einen kleinen Weg machen. Oder hier könnten wir uns auf jeden Fall noch Wolle legen, denn da können die Leute sich schon mal... Ja, ist auch Quatsch, was ich jetzt hier gemacht habe. Die Tür ist mir natürlich wieder weg. Komm doch mal vor die Tür, Kai. Ja, jetzt machen wir erstmal hier die Tür wieder rein. Sonst zieht's und wird kalt. Dafür brauchen wir nämlich nicht heizen, dass die Tür offen steht, Kollege. Wolle, Wolle, Wolle. Jawohl, da ist Wolle. Und setzen eine Wolle hier rein. Macht ja auch mehr Sinn, ne? Oder ergibt ja mehr Sinn, denn Sinn machen ist ja wieder ein anderes Thema. Und wir setzen eins auf jeden Fall nach hier vorne rein. Und dann könnte man eigentlich das auch noch machen. Also Tür wieder raus. Ach, ist das hier ein Sortier. Aber wir wollen es ja schön haben. So. Eigentlich wäre ein roter Teppich geil. Und würde auch dem Stande entsprechend sein. Aber was soll's. Ja, genau. Ich wollte die Wolle zurücktun. Wir haben ein Kies mehr. Das heißt, wir könnten uns auch hier schon mal einen schönen Weg machen. Sieht allerdings blöd aus, wenn der hier Dreck am Haus entlangläuft oder hier entlangläuft. Das heißt, wir müssen hier noch Erde vorbeilaufen lassen. Aber ist ja kein Problem. Das kriegen wir ja hin. Ein bisschen Erde haben wir ja noch. So. Komm hoch, zack. Komm hoch, zack. Oh ja, das reicht schon. So viel brauchen wir da auch nicht. So, und jetzt machen wir hier vorne. Da mal ein bisschen. Gib mir Samen. Jawohl.
Ich glaube, immer wenn ich sage Samen und hau da drauf, dann funktioniert es, habe ich den Eindruck. So, jetzt machen wir hier mal den Boden wieder frei. Ah, eins noch. Ich mag eigentlich immer gerne Wege. Jetzt habe ich es. Zweier Wege. Ah, es wird weggespült. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß. Ich könnte noch die Schaufel nehmen, aber dann kann ich nicht so... Aber die brauche ich nicht mehr. Ja, mal noch ein bisschen Sand abtragen. Das ist auch gut. Und da oben drauf den einen Klumpen noch. Ja, wunderbar. Also wir haben ständig Baustellen, merke ich gerade hier. Nie kommen wir mal zur Ruhe. Habe ich schon die ganze Erde verbraucht? Ich bin ja unbelievable. Dann müssen wir kurz nochmal abtragen. Tut mir leid. Ihr wisst, das ist eh gelogen, wenn ich das sage. Und die setzen wir hier wieder rein. Okay, das ist mir so egal. Jetzt machen wir einfach mal so. Sonst haben wir nämlich gleich keine Erde mehr. So. Und dann können wir hier nämlich einen schönen Kiesweg machen. Ja. Der aber waagerecht gehen soll und nicht senkrecht. Ach, manchmal bin ich echt zu blöd. Blöd. So. Ja? Das ist hier unser Kiesweg. Und der wird dann hier entlang laufen. Das heißt, wir setzen ihn einmal hier. Einmal hier. Das heißt, wir müssen ihn einmal hier setzen. So, dann geht er hier weiter. Quasi hier bleibt das Ganze offen, dass man hier so durchgehen kann. Mal gucken, was wir hier hinten bauen, weiß ich noch nicht genau. Ja, wahrscheinlich wird das Häuschen da hinten etwas erweitert. So, wir machen das einfach mal so entlang hier. Huch, da wäre noch Gras gewesen. Beziehungsweise Samen. Machen wir es einmal bis hier. So. 10 ist natürlich jetzt nicht so viel. Ich finde hier auch unheimlich wenig, was ist das? Kies? Oder wie nennt sich das? Kies, genau. Ja, das war's schon. Im Prinzip können wir dann hingehen und das einfach mal ein bisschen... Nehmen wir mal das hier. Einfach mal nach da ein bisschen versetzen. Dann sieht das ein bisschen abgefahren aus. Voll abgefahren. So. Wenn das gleich grün ist, was es hoffentlich gleich wird, dann weiß man, was ich meine. Weil Kieswege sind manchmal auch, dass die Steinchen ein bisschen da draußen sind. Alles klar. Braucht aber unheimlich lange, bis es grün wird. Merke ich gerade. Naja, was soll's. So, haben wir Holz. Wir hatten, glaube ich, hier hinten noch Holz. Das heißt, jawohl, wir können mal das Birkenholz dafür verwenden. Weil wir bräuchten natürlich ein paar Zäune, um das einzuzäunen, das ganze Terrain. Wir wollen ja nicht, kann ich da auch einfach mal... Nee. Gab es ja nicht einfach mal ein paar Tricks, dass das einfach mal schneller geht? Hm. Ich glaube nicht. Wir machen einfach mal alle, wir brauchen sowieso immer viel Holz. Ob jetzt Birke oder ob Eiche, das ist eigentlich egal. So, daraus machen wir uns ein paar Sticks. Ich weiß, wir haben noch Sticks, aber das ist genau das gleiche. Sticks kann man nie genug haben. So. Ach, sollte aber reichen, doch. Bleibt ein 1,64er Stick. Obwohl, wir könnten das Ganze noch etwas hinauszögern. Ich weiß jetzt auch nicht auf Anhieb, wie viele Zäune wir da brauchen oder wie viele Sticks wir brauchen. Daraus ergibt sich natürlich, wie viele Zäune wir brauchen. Aber, na, lädt ein bisschen. Naja. Aber ist mir eigentlich auch egal, weil ich will einfach nur gucken und spielen und Spaß haben und nicht vorher mich hier dran setzen und noch ausrechnen, wie viele Zäune brauche ich wofür. Jetzt mache ich gerade eine Leiter. Das ist auch clever. Ja, das sind Zäune natürlich. Ne? Also der Unterschied, der sollte auch mir begreiflich sein. So, machen wir einfach mal ein paar Zäune. Wir werden wahrscheinlich auch noch später mal Zäune brauchen. Gehe ich mal sehr stark davon aus. Ach, jetzt habe ich einen zu viel. Naja. 63 Sticks, dann machen wir daraus 64. Den Flint setzen wir mal da ein. Und eine Wolle habe ich noch. Das ist mir unbegreiflich, wie die sich reingeschlichen hat. So, Pflasterstein brauchen wir auch nicht.
Kohle, 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 Kohle. Hier müsste eine Eisen drin sein. Das können wir auch mal rausnehmen. Und uns dann aus dem Vier-Eichenholz. Vier-Eichenholz oder die Eichenholzbretter? Oder die Birkenholzbretter? Wir verbrennen einfach mal die Birkenholzbretter und machen... Oder wir machen das nicht und wir nehmen den Eichenholz. Ja, wir nehmen das Eichenholz. Mal noch von restlichen Eichenholz in der 04. Kriegen wir noch ein paar schöne Holzkohle raus. So. Ich mach mal kurz wieder auf einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Dann machen wir aber auch die Tür zu. Und wir stecken unser Terrain hier ab. Wir sollten den Zaun, finde ich, parallel dazu laufen lassen. Das heißt, wir setzen ihn, sobald ich ihn mal vorne... hier reingesetzt habe, setzen wir ihn mal da rein. So. Wenn ich so viele Zäune baue, werde ich irgendwann der Zaunkönig. Hahaha. Und ha. So, mal gucken. Muss ich mal gerade mal gucken, wie viel habe ich jetzt gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Da kann man ein Türchen machen. Aber ich will ein Zweier-Türchen machen. Deswegen machen wir mal so. Wir lassen die so lang laufen, die Felder. Finde ich, sieht cooler aus, parallel. Also hier steht das Haus so und die Felder machen wir so. Finde ich, das sieht geiler aus. Sonst wirkt das alles zu strack und gerade. Das mag ich nicht. So, jetzt machen wir hier einmal eins rein, lassen einmal frei, zweimal frei, machen da wieder eins rein und gehen hier weiter. Denn hier kommt das Gatter hin. Was aber auch blöd ist, weil wenn ich das hier so sehe, müssten wir das nachher noch ein bisschen erweitern. Das Ganze. Türing, Türing, Türing. Ja, das war wieder Kacke. Ach ja, hier wird es direkt grün. Indikator, wann es wie schnell grün wird, habe ich leider nicht. Weiß ich auch nicht und ist mir im Prinzip auch egal. Will ich alles gar nicht wissen. Komme ich nicht hoch. Komme ich nicht hoch. Dann machen wir da doch mal ein Trippchen hin. So, einmal. Na, jetzt bin ich drauf. Ach, was soll's. So, dann dürfte das ja schon reichen, ne? Okay. Ja, ja, Frage beantwortet. Alles klar, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die Nummer 10. Jawohl. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Passt ganz genau. Wir sind sogar ein bisschen hinterm Haus. Das sieht aber ganz gewollt aus. 1, 2, das brauche ich mal nur zubauen. Ja, zubauen. Obwohl, hier könnten wir auch noch einen Gattertor machen, finde ich. Dann können wir von vorne und von hinten auf das Gelände drauf. Ich glaube, das mache ich auch jetzt. So, dann machen wir das. Machen wir das mal versetzt nach hier. Einmal da. Zack. Und einmal da, dann ist das vollkommen gewollt. Und wir können hier auf die Felder. Vielleicht können wir die Felder sogar noch ein bisschen länger lassen. Dann spielt das ja keine Rolle. Ach, der Mond geht wieder auf. Der Mond. Ja, nicht schlecht. Macht auf jeden Fall Bock. Ja, das könnte vielleicht auch ein bisschen zu wenig werden, obwohl für Felder dürfte es reichen. Ja, vor allen Dingen, weil wir das Ganze noch überdacht machen wollen. Vielleicht machen wir hier vorne irgendwie noch... ja, Dachterrasse haben wir da schon. Ach, wir machen erstmal weiter hier und dann gucken wir mal. Lassen wir uns erstmal die Gatter machen. Das ist immer für mich ein Geraffel, weil ich nie weiß... kommt der wer? Nö. Ich bin noch auf einfach, ne? Ja. So, jetzt sind wir nämlich wieder im Haus. Jetzt ist es wieder ein bisschen heller. Jetzt kann ich mal gucken, wie ich nochmal die Gatter mache, weil das ist für mich auch immer jedes Mal ein Experiment. Ich glaube 1, 2, 1, 2 und in der Mitte kam dann... Ist das das? Jawohl, Zauntor, alles klar, hau rein. Wir brauchen auf jeden Fall 1, 2, 3, da, da. So, wir brauchen auf jeden Fall 4, das heißt, wir machen da noch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, tun wir die Schere mal weg. Und es ist Nacht und ich traue mich nicht raus. Denn ich habe Angst. Ich habe immer Angst.